Über 119 monatliche Hörer können nicht irren. Unser Podcast Sauna Club Susanne ist jetzt online. Erster Link in der Infobox. An diesem Tisch wird gelogen. Und damit willkommen zu An diesem Tisch wird gelogen. Heute mit Dominik und Papa Platte. Wir haben uns eure Kritik zu Herzen genommen und es wird bei diesem Format immer nur einer von euren Lieblingszwillingen am Tisch sitzen, denn man sagt uns immer nach, dass wir uns eh ja schon in- und auswendig kennen und das macht dann keinen Sinn mehr. War nicht so, wir haben nie gelogen. Deswegen, liebe Freunde, wenn ihr euch mal denkt, ihr möchtet auch an diesem Tisch sitzen mit mir, Benny und einem Promi, dann schreibt jetzt mal eine Bewerbung in die Kommentare und bringt eine tolle Story mit oder zwei und dann sitzt ihr bald bei uns. Wir haben uns alle tolle Storys ausgedacht oder nicht, weiß man nicht. Ich erkläre kurz die Regeln für euch. Jeder von uns hat zwei Geschichten mitgebracht und die anderen beiden müssen mit gezielten Fragen innerhalb von 45 Sekunden rausfinden, ist diese Geschichte wahr oder ist sie gelogen. Der, der die Geschichte vorliest, wird immer behaupten, dass sie wahr ist und danach gibt es dann die Auflösung. Dominik, deine erste Geschichte. Okay. Geht los. Mit steinharter Miene werde ich es vorlesen. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil wir kennen uns gut. Ja, wir labern du könntest es merken vielleicht, ja. Könnt ihr euch vielleicht... Auf Abifahrt musste ich eine Nacht auf einer kroatischen Polizeistation ausnüchtern, weil ich betrunken gegen ein Auto getreten hatte. Okay, warum hast du denn dagegen getreten? Das war einfach so jugendlicher Leichtsinn, wir waren gerade mit Abi fertig, ne? Abi war scheiße, also Wut. Ja, Abi war sehr scheiße, ja. Wie sah die Zelle aus? Das war einfach so ein normaler Büroraum. Also es war einfach so ein Holzbank-Dings drin. Was heißt Polizei auf Kroatisch? Polizia. Stark. Die hat aber eine kroatische Freundin gehabt, deswegen zählt das nicht. Hast du da was zu essen gekriegt? Ja, die haben Wasser und so zu trockene Kekse, Cracker-mäßig. Okay, war die lecker? Nee. Mit welchen Worten wurdest du entlassen? Weiß nicht, hab ich nicht verstanden. Okay. Die haben du durfst einfach gehen, Tür war offen. Ja, die haben halt so ein bisschen Englisch gesprochen, haben die mal so versucht mit Händen und Füßen. Die meinten irgendwann, ja, hier, go, go. Wie viele Polizisten waren da drin? Das war halt nachts irgendwann. Das war zwei, die mich abgeholt hatten. Okay. Das war weiß. Oh, muss ich mal. Du kennst ihn besser, aber das ist eine Geschichte, die traue ich ihm schon zu. Ja, ich würde es ihm auch zutrauen, aber mein Gefühl sagt mir hier, dass dieser junge Herr neben mir geisteskrank am Rumcampen ist und das einfach so eine kranke Lüge ist. Warst du denn schon mal im Knast? Ich? Ja. Nee. Hast du mal eine 8 auf dem Rücken gehabt? Wie? Achso, immer das so, wenn man so gefesselt ist. Nee, hatte ich noch nicht. Nee. Hast du schon mal Stress mit der Bullerei gehabt? Ich wurde mal angehalten, als neben mir 12 Joints geraucht wurden und ich habe komplett nach Gras gerochen, habe aber nichts konsumiert. Und die waren sich halt bei 100% sicher, dass ich konsumiert habe, weil ich wirklich gerochen habe wie so ein... Ach, du bist mit Benny gefahren im Auto. Ja, gut. Pock, pock, pock. Okay, was sagen wir jetzt? Also ich richte mich dann nach dir, du kennst ihn besser. Ist gelogen, sagst du? Ich würde sagen, es ist gelogen, ja. Okay, wir sagen, es ist gelogen. Es ist gelogen. Ja, okay, let's go. Aber es war so eine Geschichte. Aber es ist tatsächlich genauso einem Freund von mir passiert. Ja, ich wusste, dass es sowas ist. Mhm. Ich habe als Kind gesehen, wie Leute während des Unterrichts Sex hatten. Boah, okay, welche Klasse war das? Boah, ich würde sagen 8. Welche Stellung? Ich glaube Missionar. Missionar, okay. Waren die in deiner Klasse? Nein. Hast du es durchs Fenster gesehen? Ja. Aber hat die andere Klasse Unterricht gemacht oder war da Pause? Nee, die hatten nicht Unterricht, die hatten Pause. Wie viel hast du durchs Fenster gesehen? Alles. Also waren die auf den Tischen hoch oder so? Fenster sind noch nicht so tief. Nee, auf dem Boden. Kam man zum Orgasmus? Bro, so genau habe ich nicht geguckt. Hat er die Frau richtig rangenommen? War richtig schön? Ja. Standest du außen oder im Gebäude? Ich war im Klassenraum drin. Und wo auf dem Fenster hast du geschaut? Ich habe rechts aus dem Fenster geguckt. Waren das Lehrer und Schülerinnen? Nee, es waren zwei Schüler. Okay. Boah, wilde Geschichte, wenn das stimmt, boah. Guck mal, das Ding ist, ich denke immer, wenn das wahr wäre, hätte er es nicht schon eigentlich mal erzählt, so als Story. Ja. Aber wenn das, boah krass, also aber in meiner Schule ist das Krasse, was passiert war, glaube ich, dass ich irgendwie, eine Mitschülerin von mir hat sich während des Unterrichts ein Piercing aus dem Bauchnabel rausgezogen. Und dann habe ich folgende Aktion gebracht, guter Schüler wie ich war, müsst ihr euch mal reintun, das ist wirklich passiert. Ich bin dann nach dem Unterricht zu meiner Deutschlehrerin, habe mich für meine Leistung entschuldigt, dass ich nicht aufgezeigt habe, weil ich mich darauf konzentriert habe. Also ich sage, die Story ist gelogen. Ja, die ist extrem krass. Ich glaube, das hättest du schon mal für Content benutzt.
Da hätte ich schon, wäre ein Video gewesen. Sex? Fragezeichen. Ja. Das ist gelogen. Ist wahr. Genauso passiert. Wir saßen, ich weiß nicht, ob es Französisch ist. Warum hast du es noch nie erzählt bisher? Ich habe das schon mal, glaube ich, im Stream oder so erzählt, aber dir nicht, deswegen dachte ich, kann ich nehmen. Ich saß im Raum und man konnte quasi so rüber gucken und wir hatten bei unserer Schule so Glaskästen, die an der Seite des Hauses so waren. Wir hatten so einen Tee quasi als Gebäude und wir waren in diesem langen Part vom Tee, sag ich mal. Und in der Seite hier war so ein Glaskasten im dritten Stock oder so und man konnte so hochgucken. Wir hatten im Französischraum nur so oben so Fenster, man, das war der perfekte Winkel und man hat so gesehen, wie so zwei Leute da so Sex haben. Wild. Krasse Geschichte. Wir haben das manchmal, dass Leute sich melden, wenn wir sowas erzählen. Dass die, also wenn du das jetzt mal siehst, ja. Wenn du das warst und du kannst irgendwie beweisen, keine Ahnung. Alter, das wäre so geil, wenn Dave diesmal als Wildcarder hier ist. Meine Geschichte. Nach dem Gewinn des Comedy-Preises habe ich betrunken ein bereits geordertes Taxi abbestellt, weshalb mich der Taxifahrer via Sprachnachricht wüst beschimpfte. Was hat er gesagt in der Sprachnachricht? Ich bin unmoralisch. Ein unmoralischer Mensch, ich soll ins Krankenhaus gehen. Okay, welche Uhrzeit war das? 4.30 Uhr, keine Ahnung. Und ist ja quasi schon, also war er schon vor dem Gebäude oder vor dem Ort, wo du abholen wolltest? Nee, auf der Route habe ich ihm abgesagt. Mhm. Es war noch alles legal. Okay. Ich bin jetzt eigentlich schon überzeugt, dass er die Wahrheit sagt. Ja, ich bin auch ziemlich überzeugt, weil mir ist sowas ähnliches schon mal passiert. Was könnt ihr noch fragen? Wie hieß der? Weiß ich nicht. Ich möchte mich auch nicht rassistisch äußern, aber... Aber warum hast du ihn überhaupt abgesagt? Weil du so betrunken warst, oder was? Nee, ich wollte da noch mal gehen, deswegen wollte ich noch mal weiter. Nee, keine Ahnung, ich brauchte es nicht mehr. Ich habe ein anderes gesehen, das schneller war. Zu Fuß nach Hause gehen. Okay. Mir ist es so ähnlich schon mal passiert, da habe ich das auch gemacht und da hat er mich auch angerufen, glaube ich, nicht WhatsApp, sondern angerufen und meinte auch genau so, dass es ein unmoralisches. Das war der gleiche. Haben wir den gleichen? War es in Berlin? Nee, war hier in Köln. Ja, also die Story an sich ist schon plausibel, würde ich sagen. Ja. Aber ist sie genauso passiert oder ist sie jemand anderes? Es muss schon genauso passiert sein, wie ich gesagt habe. Passiert. Ich meine, ich kann mir vorstellen, guck mal, ich kann mir vorstellen, weil er hat sie schon. Ich glaube, das ist so passiert. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht beim Videopreis passiert. Comedy-Preis. Entschuldigung. Ja, Falle, Test. Ja. Video Days 2014. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde an sich sagen Wahrheit, aber vielleicht ist eine kleine Sache dran verdreht. Was denkst du? Weil er es extra gerade noch mal erwähnt hat, weißt du? Dann lass sagen Lüge. Okay, Lüge. Ist die Wahrheit. Oh, Mann! Ist doch genommen! Ich hab die vorhin noch da, ich kann sie abspielen. Ja, bitte. Ja, nochmal, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe einfach nur das abgesagt. Mir ist das, wie gesagt, auch schon mal passiert. Okay, hört genau zu. Hallo, Sie bestellen ohne Grundtaxi und Sie möchten mit Taxi fahren. Spielen, aber Taxifahrer ist kein Spielzeug. Aber Wahrheit, sie sind ein unmoralischer Mensch. Es ist nicht normal, was sie machen. Wenn sie krank sind, man kann Krankenhaus melden. Also der war richtig sauer. Was war das Ende, Alter? Der war sauer. Ich soll wenn sie krank sind, ein Krankenhaus melden. Ja, ich habe nichts falsch gemacht. Also, Wahrheit, du bist ein unmoralischer Mensch. Das ist die Wahrheit. So, Wahrheit, das ist die Wahrheit. Das ist es. Okay, deine Geschichte. Es geht um Fußball, ja? In der B-Jugend wollte ich nach einem Spiel den gegnerischen Trainer mit einem Messer angreifen. Boah! Okay, warum? Wolltest du ihn töten? Es war so diese Phase, wir haben eigentlich fast nicht mehr Fußball gespielt, es war irgendwie so Kreisliga, irgendwas noch drunter. Es gab eigentlich nur noch Schläge, also man ist hingegangen zum Schlagen, es war eigentlich kein Fußball mehr so. Okay, Dominik hat auf jeden Fall Fußball gespielt. Okay. Wie alt warst du da? Boah, ich weiß nicht mehr, so 16, 17? Welche Position? Immer links hinten, linker Sechser. Wie hat der Trainer sich gewehrt? Hat er Höhe abgewehrt? Ja, das war so, ich bin in die Kabine, um ein Messer zu holen. Also habe eins gesucht. Okay. Aber dann die Kabine von den Gegnern war über einen Sportplatz auf der anderen Seite. Und bis ich da war, dann war der auch weg. Und dann dachte man, scheiße, die und so. Wollten nicht Leute aufhalten? Oder? Nee, die Stimmung war eher, dass Leute mitgegangen sind. Ah, okay. Aber was wolltest du machen, den abstechen oder was? Naja, man war einfach so wütend, weil der Trainer war davor auf den Platz gerannt und hatte einen von unseren Spielern angegriffen. Und dann war Spielerbruch und dann... Ich kenne auf jeden Fall, ich habe auch mal Fußball gespielt, lange Zeit. Da geht's wild zu teilweise. Wenn die Emotionen durchbrennen, das ist schon geisteskrank. Gerade auf so einem Dorf. Also mein Gefühl sagt, dass es auch eine Lüge ist. Mhm. Also Messer ist schon krass. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Dominik schon mal erzählt hätte, dass irgendwie so, also Fußball auf jeden Fall und dass er sich da auch irgendwie so geschlagen wurde oder so. Aber Messer holen, alle wollten aber mitmachen. Messer, ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so eine Story ist, die ein Kumpel von ihm gemacht hat, weißt du? Ich würde aber sagen, weil die andere gelogen war, vielleicht sagen wir jetzt, dass sie es war. Gab es doch mal so eine Schlagzeile. Aus wo kommt er her? Aus welcher Stadt? Stuttgart? Ja, Stuttgart-Umgebung. Ich würde... Ja, wir gehen mit Wahrheit. Wir gehen mit Wahrheit.
Da habe ich euch reingelegt. Oh, Mann. Also obwohl, wahrscheinlich habe ich es tatsächlich irgendwann auch mal selber gemacht, aber es waren so viele Schlägereien. Also irgendwann, die komplette B-Jugend war nur noch, man ist zum Spiel gegangen, hat sich dann nach 10 Minuten mit den Gegnern so geprügelt, Handgemenge, alle Zuschauer reingerannt, Schiri abgebrochen und das war dann so immer die Spieltage. War wild. Ich habe an einem Tag über 10-mal masturbiert. Das nenne ich Mittwoch. Warum hast du das gemacht? Langeweile, glaube ich. Langeweile oder Lust? Ja, beides halt eine Kombo. Oh, das ist eine gute Kombo. Ab wann hat's wehgetan? Boah, ich glaube gar nicht. Oh Mann, das kann eigentlich nicht sein. Was war dein Rekord davor? Ich würde so sagen, vielleicht so 8. Und dann habe ich 10 neue, okay. Den Rekord. Wie lange ist es her? Boah, 9 oder 10 Jahre. Wie viel Zeitraum 24 Stunden. Okay. Also halt, achso, an einem Tag? Ja. Also früh aufstehen bis schlafen gehen. Also nicht jetzt den Tag davor noch oder so. Hast du das geplant oder kam es einfach über dich? Nee, einfach so. Okay. Also das Schmerzen würde ich jetzt persönlich ausschließen. Irgendwann muss es ja irgendwie brennen oder so. Ja, also eigentlich würde ich sagen, bei 10-mal nicht wehtun ist Cap. Also ich meine, Kevin ist... Aber wenn er genug Gele zur Hand hat, dann kann es eine flüchtige Geschichte werden. Ja, okay, vielleicht auf diesen. Spucke, Olivenöl, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Kokos, es ist auf jeden Fall, also Kevin ist sexuell sehr, sehr... Aktiv, ja. Und sehr fordernd, habe ich auch schon gehört aus der Szene, sehr fordernd. Also wenn du mit Kevin einen Tag chillst, dann fällt mehr mal so dieses, boah, ich hätte so Bock zu... Ah, okay. Yo, als ob ich das so random drop. Ja, ja, schon. Ja. Allein hier schon 8-mal. Ja, ja. Ich sag Wahrheit. Ja, sagen wir Wahrheit, ist richtig. Ja, es war. Ja, gut. Stark, ich glaube, es war 12-mal. Kann ich nur meinen imaginären Hut ziehen, Monsieur? Hast du auch dann die Hände abgewechselt, dann, nach dem Motto, ist eine andere Person? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass das Ganze zwischen den Sommerferien, also in den Sommerferien war und ich immer gewechselt habe zwischen Masturbieren und World of Warcraft spielen. Das war immer so der Swap, den ich gemacht habe. Geil. Gut, kommen wir mal zu meiner Geschichte. Ich habe der 90er-Legende Blümchen mal Kaffeesahne aus dem Bauchnabel geschlürft. Warum war das? War das für ein Video? Das war hinter den Kulissen. Die haben davor was gedreht. War die betrunken? Nö, die ist so. Okay, du hast nur die Schlagsahne. Was war Schlagsahne? Kaffeesahne. Okay, wie kam das dazu? Ich habe sie einfach gefragt. Sie gesagt, sie das ging das. Von dir aus? Hast du einen Crush auf sie schon länger mäßig so? Nee, früher vielleicht, habe ich mir 10-mal einen Tag an. Hast du es gefilmt für dich, für Insta, für irgendwas? Nee, gar nicht. Das war so eine ganz spontane Aktion. Für mein Dirty Hobby? Nee, ganz spontane Aktion. War das Kaffeesahne aus so einer Flasche oder aus diesem? Nee, die klein, die ich auch so gerne mal trinke. Aus diesem Plastikding? Ja. Ah, die ist ein geiler. 3,8%. Was hatte sie an? Die so 90er-mäßig angezogen. Oben so Pailletten, aber der Bauch war frei. Und dann so eine Hose mit so Sonnenblumen drauf. Okay, wie lag sie, stand sie? Die lag auf dem Tisch. Auf welchen? Auf den. Nee. Ich würde auch sagen. Ich hab letzte Zeit sehr viel The Mentalist geschaut. Und ich glaube, ich habe bei dir viel Augenmovement gesehen. Deutsche Patrick Jane, ja, Alter. Ja. Nur die Frisur muss noch ein bisschen. Ich würde sagen, es ist eine Lüge. Ja, würde ich auch sagen. Weil die Story ist auch ein bisschen zu... Also, zu random. Finde, das Ding ist, hättest du gesagt, es kommt von ihr aus. Bei ihr hätte ich mir vorstellen, dass sie so crazy ist, aber bei ihr seid immer ziemlich respektvoll, habe ich das Gefühl. Okay, gut. Obwohl. Ja, das könnte aber wirklich so sein, so eine richtige Scheiße, die man macht. Ja, ich sage trotzdem Lüge. Ihr müsst euch entscheiden auf eine Antwort. Oh, ja, wir sagen Lüge. Lüge. Nein, sag nicht, das ist die Wahrheit. Es war Gabi Köster. Nein, es ist gelogen. Es ist gelogen. Ja, guck mal, stark. Aber Blümchen, ich bin dafür weiterhin offen. Antworte meine 18 ungelesenen Nachrichten. Komm schon. Freunde, wenn ihr euch jetzt denkt, ich möchte auch mal am Tisch der Lügen sitzen, dann kommentiert jetzt mal mit eurem Alter, eurem Namen und warum ihr hier dabei sein wollt. Ich finde, es wäre eine tolle Sache, wenn du mal dabei bist. Tja, genau du, der es gerade sieht. Sei bitte dabei. Großen Applaus für Dominik und den Kevin. Wow, 10-mal Respekt nochmal an dieser Stelle. Danke, Mann. Oben gibt's für dich, für euch, wir brauchen HelferInnen aus dem Ausland. Aber legal, von Ultraviolett Stories. Und unten gibt's die letzte Folge, an diesem Tisch wird gelogen. Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bleibt, wie ihr seid. Ciao. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch weg.